Es ist Sonntag und ich mache ein kleines DIY. So ein bisschen im Vlog-Format, weil ich zu faul bin, meine Kamera auszupacken und das aufzubauen. Und dann nachher sind wieder irgendwelche Probleme da. Ich kenne das, ich weiß das. Und deswegen einfach mit dem Handy. Ich hoffe, das wird ein bisschen was, dieses Video. Und ja, ich fange jetzt einfach mal an. Und zwar möchte ich ein Maskottchen bauen. Ich fange erstmal damit an, weil ich sehr wenig Zeit habe mit dem Kopf. Weil ich glaube, wenn ich den Kopf einigermaßen cool hinkriege, könnte man den so für die erste Messe oder die ersten zwei Messen, je nachdem, hoffentlich nur für die erste Messe oder das erste Event, nur den Kopf nehmen und dazu was anderes zeigen. Zum Beispiel so einen coolen Pulli, den es bei mir im Shop gibt. Denn das soll ein Maskottchen sein, das mit mir zusammen dann Messen besuchen kann oder andere Events oder ähnliches oder was ich dann halt auch benutzen kann für irgendwelche kleinen Videos, Werbespots etc. Genau, und ich fange jetzt einfach mal an. Also wie gesagt, ich fange mit dem Kopf an. Und ich habe überlegt, ich mache das so ein bisschen wie mit Karu. Also Karu war ja auch so eine Art Maskottchen, dass ich zuerst aus Ton eine Grundform mache. Also letztes Mal bei Karu habe ich das ja aus Styropor gemacht, Styrodur. Aber ich glaube, Ton ist sogar noch einfacher. Ich weiß nicht, warum ich es bei Karu nicht aus Ton gemacht habe. Und ich habe halt diesen tollen lufttrocknenden Ton da. Ich glaube, ich lasse den auch gar nicht trocknen, sondern benutze den so als. Ich hätte auch Knete nehmen können. Und nehme jetzt den Kopf vom Axolotl. Das ist ja auch das Einzige eigentlich, was es so gibt in meinem Shop. Und werde den versuchen, so gut wie es möglich geht, aus Ton nachzuformen. Und ja, dann schauen wir weiter. Und meine Katze möchte mitmachen. ja, dann lassen wir das mal ein Axolotl werden. So sieht das Ganze jetzt gerade aus. Da ist jetzt der lufttrocknende Ton drunter. Dann ist da eine Schicht Klarsichtfolie drüber. Und dann habe ich das eingewickelt in Kreppband. Und jetzt markiere ich mir da, wo ich das haben möchte. und das sind sozusagen die Ohren. Die mache ich jetzt nur einmal. Also diese Dinger an der Seite. Damit ich die dann spiegeln kann und die zweimal genau gleich habe. Da muss ich gleich nochmal gucken, wie ich das einwickle, weil das könnte ein bisschen tricky werden. So sieht das Ganze jetzt beschriftet aus. 6, 7, 8, also 1 bis 8. Und das versuche ich jetzt so gut es geht auszukattern, ohne wirklich was an der Form zu ändern. Ich hoffe, das funktioniert. Das sind jetzt die abgeschnittenen Teilchen, also die 8 kleinen Dreiecke nenne ich es mal. Und die sind jetzt noch so ein bisschen hubbelig, also da ist ja immer noch diese Rundung drin. Und wir müssen das gucken, dass wir das irgendwie glatt kriegen. Und dafür schneide ich jetzt wahrscheinlich, ja, von hier unten, ziemlich mittig, einmal bis dahin, wo die Rundung aufhört. Und da müsste ich das eigentlich glatt hinlegen können. Das mache ich jetzt bei allen 8 Teilen. Jetzt habe ich hier die Teilchen einfach mal aufgelegt, also eingeschnitten, dann aufgelegt und einmal umrandet. Jetzt haben wir die hier in der Größe, wie das jetzt halt im Anführungszeichen Original ist. Jetzt muss ich mich noch hier drum kümmern. Dann machen wir hier miteinander das Gleiche. Da muss ich wahrscheinlich sehr viele Teile nehmen. Mal gucken. Aber ich umwickle das jetzt auch erstmal wieder mit Klarsichtfolie und dann kreppe ich das ein mit dem Krepppapier. Also mit dem Kreppband. So sieht jetzt das Seitenteil aus. Möchte ich halt das auf jeden Fall so beschriften, dass man nachher weiß, wo was ist. Jo, und ungefähr so an den roten Linien werde ich das jetzt ausschneiden. Und dann das gleiche machen wie mit den anderen Teilen, also auch dann nochmal abpausen sozusagen. Und ich glaube, es ist ganz gut von der Form. Es ist natürlich ein bisschen die Form verloren, es ist ein bisschen eckiger geworden, aber mal gucken, ob wir es nachher noch ein bisschen ausgleichen können, wenn wir das dann aus Schaumstoff machen. Aber ich bin ganz zufrieden dafür, dass das jetzt so klein und frickelig war.
So, ich bin jetzt an dem Punkt angekommen, wo ich wahrscheinlich als Zuschauer abschalten würde. Denn ich mache jetzt was mit Illustrator, also mit einem Programm am PC. Theoretisch könnte man das auch ohne machen. Ich wollte es auch jetzt ohne machen, aber es ist mir zu viel Arbeit und ich bin zu doof dafür. Und zwar habe ich ja jetzt die Teile ausgeschnitten, ausgemalt. Ich sehe echt müde aus. Ausgeschnitten, ausgemalt und dann abgemalt, so heißt das, abgemalt. Und habe die jetzt eingescannt und dann nochmal im Programm nachgezeichnet, sodass ich jetzt auf dem PC habe und jetzt halt so groß ziehen möchte, so groß ziehen kann, wie ich möchte und dann in der Größe ausdrucken kann. Da muss ich jetzt ein bisschen rechnen, selbst mal gucken, wie ich das genau umrechne, mit welchem Maßstab. Aber eigentlich schaue ich einfach nur an meinem Kopf, wie groß die Dimensionen sein sollen. Und ich möchte ungefähr so eine Draufsicht von 50 Zentimetern haben. Also so von hier bis hier ungefähr. Und das muss ich jetzt halt irgendwie übertragen auf diese kleinen Schnipsel. Und hoffen, dass ich es hinbekomme. So, einmal meine grandiose Rechnung. Ich habe das hier einmal ausgemessen. Ich weiß gar nicht mehr hier genau. Das sind 3 Zentimeter oder sowas. Und wenn man ungefähr drauf guckt, wird man es ungefähr bis hierhin sehen. Das sind nämlich dann bis hierhin 2,5 cm, das Teil hier. Luft. Das heißt, 2,5 cm möchte ich, dass es in echt ungefähr 15 cm sind. Das heißt, 1 cm sind gleich 6 cm. Das heißt, ich werde jetzt hier in dem Programm, uiuiui, in dem Programm das Kästchen von der 7 zum Beispiel nehmen und auf. Ja, ich weiß, dass ich kein Update gemacht habe. Kein Backup. Wo war das jetzt gerade? Transformieren. Genau. Und dann kann ich hier einstellen und dann rechne ich einfach den Wert, den ich hier habe, also die Breite und die Höhe, jeweils mal 6 und gebe dann den neuen Wert ein, dass ich dann die richtige Größe habe. Und ich hoffe, das ist richtig. Und das mache ich jetzt mit allen Teilen. So sieht das Ganze jetzt aus, wenn die ersten 3 Teile aneinander geklebt sind. Hier geht der Kleber noch ein bisschen aus und es wird langsam ein bisschen eierförmig. Also das, wo wir hinwollen, glaube ich. Ich habe immer noch ein bisschen das Gefühl, das ist vielleicht zu klein, aber wenn man dann nachher noch die Zottel an der Seite hat, könnte es vielleicht passen von der Größe. Ich habe einfach nur Angst, dass es zu klein ist, aber ich hoffe nicht. Jetzt wird weitergeklebt. Ich habe ein bisschen im Stream gearbeitet, weswegen ich jetzt wieder das Vloggen, Film ein bisschen vernachlässigt habe. Ich habe jetzt so die halbe Kugel sozusagen, das halbe Ei, und ich klebe einfach nur die Zahlen an die Zahlen, also 1, 2, 3, 4, 5 aneinander und klebe halt, ach, klebe auf die eine Seite und dann auf die andere Seite und gucke dann, dass ich die Mitte matche, also dass das mittig aufeinander passt. Na? Und dann drücke ich das nach oben hin fest und dann nach unten hin fest und mache jetzt hoffentlich die komplette Kugel einmal zu. Hier ist mir jetzt ein kleiner Schritt abhanden gekommen. Ich weiß nicht genau, wie das passiert ist, aber ich finde ihn jetzt nicht mehr in meinen Aufnahmen. Deswegen ist er irgendwie weg. Ich habe das so gemacht mit diesen kleinen Teilen, wie ich das gezeigt habe. Aber dann war mir die Kugel doch ein Ticken zu klein und halt noch zu hubbelig. Dann habe ich einfach mit dem Schaumstoff nochmal eine Schicht drüber geklebt. Die habe ich einfach festgesteckt mit diesen Clipsies, also mit diesen Clipsern, die man auch zum Nähen nehmen kann. Habe mir den Schaumstoff an 4 Seiten sozusagen festgemacht, also einmal vorne, unten, hinten, unten, rechts und links und dann die Seiten abgeschnitten und dann einfach draufgeklebt, also draufgelegt und draufgeklebt, sodass dann halt nochmal dieser zusätzliche Dings entsteht. Vorher war es halt so ein liegendes Oval, wie so der Kopf von Stewie oder ein, wie heißt das, ein Football und dann nachher ist es so ein bisschen kugeliger geworden nach oben hin, dadurch, dass ich halt nochmal die Schicht darüber gemacht habe mit dem Schaumstoff. Deswegen ist ja dieser Sprung in den Bildern. Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen okay erklärt. So, ich habe jetzt hier so ein dickeres. Wieso wird das nicht scharf? So, Schaumstoff, der dicker ist als den, den ich eben benutzt habe und habe da diese Ohrform rausgeschnitten und die schnitze ich jetzt, so dass die ungefähr so ist irgendwie. Und ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Ich hoffe, es ist gerade dieser Punkt, wo alles ganz schrecklich aussieht und dann am Ende sieht es wunderschön aus. Ich habe ein bisschen Angst.
need to worry about your pre-recorded music tapes being accidentally erased. It can't happen. So, weiter geht's mit Maskottchen. Ich habe das Gegenlicht, ist jetzt nicht das Beste, aber wenigstens Licht. So, das ist jetzt die Kugel, darunter ist jetzt ein Styroporkopf, also so ein Styroporkopf, ja, so heißt das, Perückenkopf. Und genau, das ist jetzt ein bisschen wobbelig. Ich hoffe, dass ich es ein bisschen ausgleichen kann mit dem Stoff. Denn das hier ist so ein rosa Vlies, den wird da jetzt einfach drüber gelegt. Wie bei so einem Geist. Das klebt da ein bisschen dran. Deswegen, also ich ziehe das jetzt gleich noch weiter nach vorne. Und dann legen wir das glatt drauf, so glatt es geht. Und dann mache ich da Abnäher rein, indem ich das dann hier zum Beispiel zusammenfasse und das dann nach innen klappe. Und dann hier drüber nähe, dass das dann ganz flach liegt. Und sich dann einmal um die komplette Kugel drum herum schließt. Jetzt sehe ich, dass es sehr dick ist. Vielleicht mache ich es auch anders. Ich überlege mir das jetzt noch. So, ich weiß jetzt noch nicht so ganz, ob mir das gefällt, aber ich glaube, es liegt einfach daran, dass diese Kugel nicht richtig kugelförmig ist. Ich habe jetzt hier vorne zwei Abnäher gemacht sozusagen. Also ich habe jetzt mal probeweise so Lappen für die Augen drauf gemacht. Hier so zwei kleinere und dann nochmal auf jeder Seite hier so zwei. Und die Sache, die ich jetzt machen möchte, ist einfach, ich schneide hier rein, schneide das relativ nah ab. Klappt die Ecken nach innen und nähe dann mit der Hand drüber und ich hoffe, dass das funktioniert. Ich mache das mal so ein Stückchen und dann zeige ich euch, wie ich das meine. So, also das ist jetzt hier schon genäht und das ist jetzt einfach abgeschnitten. Das Gute ist, dass der Stoff ganz gut an dem Schaumstoff drunter kleben bleibt, in Anführungszeichen, und das nicht so aufspringt, als ich es abgeschnitten habe. Also ich habe da wirklich einfach so reingeschnitten und das ist ziemlich so liegen geblieben. Also man sieht das, glaube ich, ganz gut. Es hält hier ganz gut dran. Und dann stecke ich einfach hier die Nadel rein, hier die Nadel ein, hier die Nadel ein, hier die Nadel ein, immer neben dem Schnitt. Und dann ziehe ich das zusammen. Und das mache ich jetzt bis unten. Und ich glaube, das könnte okay aussehen. Wir werden es gleich sehen. So, weiter geht's mit dem Kopf und ich hoffe, man sieht das so ein bisschen. Hier sind jetzt die Nähte. Also ich habe das einmal oben, einmal unten eingesteckt. Und dann, wenn man daran zieht, zieht sich das dann schön zusammen. Mit einer Hand ein bisschen schwierig. Aber dann liegt das sowas hier. Klar ist das nicht perfekt. Es geht bestimmt irgendwie schöner. Aber ich glaube, es ist okay, wenn nachher noch was drüber kommt. Und das ein bisschen verschwindet vielleicht, hoffentlich. Get scratching.